Einen flauschigen Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und es gibt mal wieder ein neues Fortnite Video, und zwar geht es heute um die DC Belohnungen. Aktuell kann man sich ja bei Panini hier in Deutschland zumindest die Fortnite Comics kaufen, und in je einem Comic ist dann halt ein Fortnite Zugangscode zu einem Skin, einer Spitzhacke oder einem Hängegleiter, Backpack oder halt was auch. Ne, es gibt glaube ich nur zwei Hängegleiter, den Harley Quinn Rebirth Skin, der ist ja mittlerweile schon draußen, den habe ich mir auch schon geholt. Dann die Spitzhacke ist schon draußen, der Rest meine ich ist noch nicht draußen, aber vielleicht wenn das Video hier draußen ist, kann sein, dass da noch ein Hängegleiter raus ist. Es gibt auch noch ein Backpack, der ist halt vom Skin dazu, und dann gibt es noch einen Hängegleiter. Ich blende euch mal ein Bild ein von den ganzen Belohnungen. Wenn ihr diese ganzen Belohnungen habt, dann bekommt ihr noch einen, ja, kostenlosen Panzer Batman Skin obendrauf. Darum geht es aber nicht. Und zwar geht es nämlich darum, wie man das Ganze bekommt, ohne die ganzen Comics kaufen zu müssen und ohne das von einem Drittanbieter halt zu kaufen, weil man keine Comics haben will. Das dauert aber noch etwas. Erscheinungstermin ist der 21. September 2021. Dort kommt nämlich auf Amazon ein gebundenes Buch, also eine gebundene Ausgabe der Comics raus. Das ist also ein Buch, da sind alle Comics drinne und zusätzlich alle Codes. Also ihr könnt damit gleich, wenn ihr das Buch habt, könnt ihr gleich alle Codes da eintippen und dann habt ihr sofort alle Belohnungen. Das Ganze kommt halt erst noch raus, wenn die ganzen Comics da durch sind und das Ganze gedruckt ist, verpackt ist etc. Verschicken müssen die das ja auch noch. Einhaken gibt es auch noch. Ich weiß halt nicht, woher das Ganze kommt. Die Sprache dieses Buches ist halt auf Englisch und nicht Deutsch. Das ist halt der einzige Haken dabei und das ein bisschen länger dauert, aber ich habe es mir jetzt zum Beispiel schon vorbestellt. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf, unbedingt alles gleich zu bekommen. Die Codes sind auch noch bis 2025, ich glaube bis zum Mai da einlösbar, ganz sicher bin ich mir nicht, aber es sind auf jeden Fall bis 2025 alle Codes noch einlösbar. Das heißt, wenn ihr euch das Buch kauft, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Das Ganze kostet auch nur 20 €, also ihr kommt da auf jeden Fall billiger, als wenn ihr euch jetzt die ganzen Comics kauft. Klar, gibt es manche, die lesen lieber Comics, als so das Ganze in einem Buch verpackt zu haben. Ja, ich habe mir jetzt das Buch gekauft. Ich habe auch schon den Harley Quinn Rebirth Skin, weil ich mir das erste Comic gekauft habe. Danach habe ich erst erfahren, dass es das Buch gibt. Das habe ich mir jetzt vorbestellt und am 21. September kommt das Ganze bei mir an und dann tue ich auch das Ganze dort gleich eintippen und mir die ganzen Sachen freischalten. Wer warten kann und damit auch hier ein bisschen sparen will, der kann gerne über den Link in der Beschreibung sich das Buch mal holen. Ich habe es mir schon vorbestellt und sonst wäre es auch mit dem Video. Lasst gerne eine positive Bewertung da und ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren, wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Haut rein und ciao, Leute!